Willkommen zurück zu Folge 10 von Destiny. Ich habe immer noch Manu an meiner Seite. Hallo. Hello. Und Kadi 5530 von der Poststelle hat etwas Neues für uns. Wir haben hier Sonderlieferung. Oh, okay. Fertig. Nicht. Da ist eine seltsame Münze mal 3. Eine seltsame Münze mal 3 und noch eine seltsame Münze mal 3. Wir sehen uns. Wunderbar. Morgen. Neuerdings gibt's hier in Destiny die Möglichkeit, Rennen zu bestreiten mit unserem Sparrow. Da ich nicht vorhab, so episch zu scheitern daran, mache ich einfach nicht mit, sondern wir fokussieren uns auf die Main-Mission weiterhin. Sieht friedlich aus, und die Daily-Missions haben wir uns auch schon abgeholt für heute. Und ich würde sagen, dann geht's jetzt direkt mal weiter zu unserer nächsten Mission. Zum Orbit. Und Überraschung, wir sind erneut im Turm. Ich habe nämlich vergessen, eine Quest abzugeben. Und ohne diese Quest geht's scheinbar nicht weiter mit unserer Main-Mission. Deine Rückkehr. Und deswegen muss ich hier mit diesem Sprecher sprechen. Manu zeigt praktischerweise drauf. Dank dir sind unsere Welten sicherer. Aha. Gut. Sehr schön. Ich kann mir jetzt eine Waffe holen, die wahrscheinlich schlechter ist als die Waffe, die ich bisher habe. Aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben. Einfach mal gucken, was wir da wieder für ein Sonderangebot bekommen, wenn wir zum Turm Waffenmeister gehen. Das ist der da hinten, dieser Roboter, da blau-gelb, da in der Ecke, ne? Spezialmission. Oh. Ja. Vielleicht. Kann sein. Du hast das scheinbar schon gemacht. Ich noch nicht. Vielleicht habe ich das gemacht. Okay, das ist lange her, dass wir gespielt haben. Das stimmt wohl. Es ist mir jetzt eigentlich egal, weil die Waffen sind eh schlechter. Das nächste Mal erinnere aber ich kann sie verwerten. Vielleicht. Das mache ich mal eben. Ja, ansonsten auf der Waffenfront ist bei mir noch so ein bisschen mau, wenn ich ehrlich bin. Ich kann aber hier das Ganze noch upgraden. Upgraden. Das ist das Einzige, was ich hier noch machen kann. Upgraden. Upgraden. Naja, wie auch immer. Jetzt sind wir ausgerüstet und jetzt können wir hoffentlich auch auf unseren nächsten Planeten, auf die Venus. Ich spring nochmal zurück zum Orbit. Und da seht ihr es. Venus, Ishtar-Senke, Ziel enthüllt. Die Wildnis der Venus verschlingt die Unvorbereiteten. Sammle deine Kraft, um den Ruf der Fremden zu folgen. Empfohlen ist Level 10 bis 12. Ich bin auf Level 12, Manu ist es auch. Und dann würde ich sagen, unser nächstes Ziel ist die Venus. Der Ruf einer Fremden. Und ich würde sagen, genau da jumpen wir jetzt mal rein. Unsere neue Freundin hat wohl ganz spezielle Methoden, wenn sie uns so erreicht. Die Nachricht, die sie uns gerade geschickt hat, kam aus den Dschungeln der Venus. Ja. Und dann würde ich sagen, geht's mal ab in den Dschungel der Venus. Die Venus, damals ein unbewohnbarer, ja, Wüstenplanet mag ich nicht sagen, aber auf jeden Fall mit Temperaturen jenseits dessen, was diese Leben Kolonie möglich war. Wurde vom Ishtar-Kollektiv errichtet. Die Ruinen, die es erforscht hat, waren älter als die Menschheit selbst. Wir dachten, dieses Wissen wäre mit dem Untergang verloren gegangen. Auf jeden Fall, hier wurde einiges an Terraforming betrieben. Das heißt, der Planet wurde so ein wenig gefügig gemacht. Das heißt, wir können ihn jetzt auch zu Fuß nicht erkunden. Mir und gefällt es nicht, Wasser hier geschleift zu werden, ohne die Umgebung zu kennen. Ja. Früher gab es hier einen Hüter-Außenposten. Mal sehen, was es dazu gibt. Gut. Ich muss gestehen, wir nehmen diese Folgen ja immer in Schüben auf. Das bedeutet im Grunde genommen, dass wir immer so Sessions vereinbaren, wo wir diese Spiele spielen. Jetzt ist aber das Problem, dass wir zwischen diesen Sessions und, ich sag mal einfach, ja, dermaßen viel Zeit verstreichen lassen, was auch mit dem Release von Fallout 4 zu tun hat, dass wir kaum zum Spielen kommen. Also ich bin auf jeden Fall ziemlich raus. Ich muss mir das jetzt erstmal irgendwie wieder... Aber so ein bisschen wie Fahrradfahren, oder? Das verlernt man nicht. Oh. Ich jetzt hier nicht anfange, darauf zu hoffen, dass ich dieses Wärts habe. Dafür habe ich hier Auto-Aim.
Ah, gibt das auf der Konsole nicht? Nee. Bei Fallout, Auto-Aim? Nee. Deswegen ist es für mich so ein bisschen blöd, sag ich mal. Weil ich fast ausschließlich mit Bats spiele und ich habe mich total verskillt. Aber wir wollen jetzt nicht über Fallout reden. Abendfüllen. Wir spielen ja Destiny. Und ja. Oh, guck mal, hier sind andere Bots. Ah. Ich wollte gerade sagen, ihr seht euch sehr, sehr ähnlich. Hab euch echt, ja. Machen wohl die gleiche Mission wie wir. Wir sind verbunden. Der wunderschöne Sparrow Hollywood AIDS. Hier steht eine Menge über Kriegsmaschinen namens Rex. Unzerstörbar, gnadenlos und überragend intelligent. Und sie können sich teleportieren. Na, großartig. Früher hatten die Hüter Sensoren, um sie aufzuspüren. Bringen wir sie wieder online. Der Typ rennt hier mir so ein bisschen weg, ne? Boom. Ja. Ich finde es schön. Also ich finde diesen Planeten Venus sehr schön, sehr gelungen von der Gestaltung her. Die verschiedenen farbigen Seen, die hier so fließen. Doch schon malerische Atmosphäre, die man hier hat. Ich bin hellauf begeistert und fahre jetzt erstmal gegen die Wand, aber auch gut. Alter, was ist hier für eine Versammlung? Ich habe 2 Geistblüten bekommen. Du musst da deinen Geist einsetzen. Ja, wenn du es nicht schon gemacht hast. Hab ich schon gemacht, ja. Ach so, ich muss jetzt, wahrscheinlich wurde ich rausgekickt, wenn man das nicht gleichzeitig machen kann. Naja, die machen in jedem Fall die gleiche Mission, die wir machen. Mehrere Kilometer. Der gute Hollywood AIDS, Dope Esther. Ich sollte die Maschinen jetzt aufspüren können. Los, zu diesen Koordinaten. Finden wir heraus, was sie uns zeigen möchte. Sehr gut. Zu 5 diese Mission abschließen. Bumm. Jetzt haben wir doch unsere Sparrow-Liga. Das ist irgendwie nicht so geil. Aber du musst immer so Schüben schießen. Ja, nee, ach, das ging letztens besser. Ich muss mir einfach noch mal wieder so ein bisschen eingrooven. Ich habe auch festgestellt, dass ich im Vergleich zur ersten Session total die Lernkurve habe. Oh, wunderschöne unterirdische Flüsse hier. Geh mal zu Fuß weiter. Da hinten ist ITM Scarface mit Level 31. Oh, jetzt gibt's eine Schießerei. Hier ist es? Was ist das? Das muss ich mir näher ansehen. Hä? Kenne ich das mal jetzt? Faszinierend. Ein Konflux nicht-baryonischer Ströme, die wohin führen? Nein, 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 nein! Es sind die Rex in Deckung! Oh oh! Wow, 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 wow! Ihr seid viele! Das Schöne an dem Vex ist, die rasten komplett aus, wenn man ihnen den Schädel abschießt. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Ach, na komm. Zack. Sphären ohne Ende. Ich bin doch begeistert. Goblin und Hobgoblin heißen die hier. Ja, müssen wir die auf Englisch heißen. Ich glaube genauso.
zurückstückeln mit der Maus. Oh, noch mehr. Jawohl. Relativ häufig super. Liegt das daran, dass uns gegenseitig die. Diese, wie heißen die? Ja. Sphären des Lichts. So. Was sind das für Dinger? Ja. Sind noch welche intakt, damit ich sie analysieren kann? Wo sind eigentlich unsere anderen Companeros hin? Wer ist das? Sequenz. Gut gekämpft. Danke. Du bist hier. Wir haben nicht viel Zeit. Wer bist du? Warum beobachtest du uns? Ich habe keine Zeit zu erklären, warum ich nichts erklären kann. Jawohl, jawohl. Ich weiß. Jawohl, was? Du warst nicht gemeint, kleines Licht. Eigentlich bin ich ein Geist. Viele Hüter sind gefallen. Starke Hüter. Doch du hast es hierher geschafft. Ja, ich höre. Sie sind hier. Bei mir. Mit wem spricht sie da? Verstanden. Du brauchst meine Hilfe, Hüter. Hast du uns deswegen hergeführt? Sie führten uns her. Die Vex. So böse, dass sie selbst das Böse hassen. So böse, dass sie fast wieder gut sind. Du bist kein Hüter. Nein. Ich wurde nicht im Licht geschmiedet. Aber wo unsere Wege sich kreuzen, da könnte es krachen. Da könnte es krachen. Sagt dir der Schwarze Garten was? Wir kennen die Legenden. Unsere größte Bedrohung liegt da, wo diese Maschinen geboren werden. Finde den Schwarzen Garten und reiße sein Herz heraus. Nur dann kann der Reisende genesen. Kannst du uns dabei helfen? Mein Weg ist ein anderer. Nein. Wenn wir den Schwarzen Garten finden wollen, brauchen wir die Erwachten. Ah ja, die Erwachten. Weit draußen zwischen Licht und Dunkel. Man sollte sich für eine Seite entscheiden, kleines Licht. Selbst wenn es die falsche ist. Zu spät, ich komme. Wie viele? Position halten, Triebwerk aus und lasst euch nicht finden. Also, okay. Wie finden wir die Erwachten? Sie leben draußen am Rande der Dunkelheit. Der letzte Ort, den das Licht erreicht. Können wir nicht hier bei den Killerrobotern bleiben? Nein, kleines Licht. Bitte lass das. Eine der spärlich gesäten Story-Sequenzen im Spiel. So. Und dann als nächstes geht es zum Riff. Dort die nächste Story-Sequenz. Die erwarten, ich würde sagen, die machen wir nochmal eben. Und springen da, jumpen da mal eben hin. Ich bin inzwischen auf Level 13, kann mir also meine nächste Fähigkeit unaufhaltsam. Ich bin beim Einsatz der Chaosfaust schwieriger zu eliminieren, das kann ich mir freischalten. Ausrüstung, die ich auswählen kann, habe ich bislang noch nicht. Und dann geht's hier weiter mit dieser Sequenz. Unsere Robo-Freundin hat uns aufgetragen, zu den Erwachten zu gehen. Das ist die Rasse, die auch unsere oder mein Charakter hat. Diese. Wo kommt das alles Fahlen. Her?
Während des Untergangs flohen alle, die konnten, von der Erde. Bis hierher haben sie es geschafft. Und das war's dann wohl. Der reine Friedhof. Der reine Friedhof? Wie haben die Erwachten überlebt? Das weiß niemand. Eindringlinge bei Peilung 127. Ihr seid in Erwachtengebiet eingedrungen. Nennt euer Anliegen, sonst wird das Feuer eröffnet. Sieh nicht mich an. Sag irgendwas. Wir kommen von der Erde. Wir suchen den Rat der Erwachten. Außerdem sieht mein Charakter aus wie ein Panda. Folgt meiner Flugbahn. Jede Abweichung wird als Angriff betrachtet. Das muss der richtige Ort sein. Warum sind die richtigen Orte immer so beängstigend? So, das sind also die Unbefugten, die eine Audienz wollen. Wir wollten nichts Unrechtes tun. Die Königin persönlich entscheidet, wer in ihr Gebiet darf und wer nicht. Ich? Ich finde ja, sie muss sich nicht um alles kümmern, was am Riff angeschwemmt wird. Aber da wären wir. Wir möchten um Hilfe bitten. Es fürchtet die Gefallenen. Es versteht nicht, dass diese hier zu mir gehören. Verzeihung. Eure Hoheit. Ich bin ein Hüter von der Erde. Wir suchen den Schwarzen Garten. Warum? Wir wollen die Dunkelheit in seinem Herzen besiegen. Ihr wollt ein Schlachtfeld aus dem Garten machen. Wie einfallslos. Wisst ihr, wo er ist? Jeder weiß, wo er ist. Die Frage ist, wie kommt man rein? Könnt ihr uns helfen? Und warum sollten wir das tun? Die Königin ersucht ihren Bruder um Rat. Wenn sonst die Menschheit oder alles dem Untergang geweiht ist, wie wär's damit? Das wäre doch eine gute Begründung. Bla 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 bla. Ja, das ist gut. Das ist gut. Warum nicht? Wir machen euch einen Schlüssel. Toll, was? Super. Bringt uns den Kopf eines Vextor-Lords. Ein Torlord? Warum wollt ihr einen Vex-Kopf? Oh, wir nicht. Und wir bekommen wohl auch keinen. Aber nur so kommt ihr in den Schwarzen Garten. Wir kommen wieder. Oder sterbt auf der Venus. Egal. Ja, alles sehr, sehr sympathische Zeitgenossen. Es wurde allerdings mit keinem Wort erwähnt, dass ich auch zur Rasse der Gefallenen gehöre. Die hätten mich doch eigentlich als einen von ihren erkennen müssen. Haben sie aber nicht getan, aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund. Naja. In jedem Fall haben wir jetzt, glaube ich, auch die Möglichkeit hier auf dem Riff noch nicht. Nee, genau. Wir müssen... Genau, es gibt einen vestianischen Außenposten.
Da können wir aber noch nicht hin. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zurück auf die Venus, um dort die nächste Mission zu erledigen. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich fliege jetzt einfach nochmal wieder mit Manu zum Turm zurück und wir geben unsere, obwohl viel bekommen haben wir eigentlich nicht, wir haben auch keine Ausrüstung bekommen. Nö, das lohnt sich eigentlich gar nicht, zum Turm zurückzukehren. Aber in der nächsten Mission geht's dann wieder zurück auf die Venus und dann gucken wir, ob wir einen Vex-Tor-Wart-Lord-Gedöns-Schädel bekommen. Das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Wir sehen uns.